Mein Name ist Professor Andreas Michalsen und das ist mein neues Buch Ernährung, meine Quintessenz. Drei Grundregeln, drei einfache Grundregeln sind mir wichtig. Die erste ist Vollkorngetreide. Kohlenhydrate sind gut, wenn sie aus Vollkorn bestehen. Und das können wir so einfach umsetzen. Die Spaghetti einfach Vollkornspaghetti. Das Brot, Vollkornbrot. Und schon können wir da einen Haken dran machen. Das Zweite, da denken wir oft nicht daran, ist, es kommt nicht nur darauf an, was auf dem Teller ist, sondern wie wir es essen, wie viel Zeit wir uns für das Essen nehmen. Es klingt unglaublich, aber ein Drittel der Gesundheit unserer Ernährung besteht darin, wie wir das essen. Und wir essen alle zu schnell. Deswegen, wenn man gar keine Zeit hat und unterwegs ist, lieber nicht essen, als schnell zu essen. Zeit nehmen fürs Essen, das ist eine ganz wichtige Regel. Dritte einfache Regel ist, Zucker ist lecker und ein bisschen süß ist überhaupt kein Problem. Aber zu viel Zucker ist wirklich ein großes Problem. 25 Gramm am Tag, mehr sollten es nicht sein. Da kann man sich mal einen kleinen Löffel Zucker in den Kaffee rühren. Aber eins geht gar nicht und das sind Fruchtsäfte. Die sehen nur gesund aus, sie sind Zuckerbomben, Finger weg. Die meisten Menschen, ich auch, möchten 90 oder 100 Jahre alt werden, aber nur, wenn man dabei gesund und mobil ist. Wie geht das? Mit Ernährung geht das. Drei Lebensmittel halte ich für sehr, sehr essentiell, um das Ziel zu erreichen. Das erste, Nüsse. Nüsse sind gesunde Fette. In vielen Studien zeigt sich, regelmäßiger Verzehr von Nüssen reduziert das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Krebserkrankungen und gibt mehr Bonusjahre. Olivenöl, auch ein sehr, sehr gesundes Fett. Es ist der Kern der mediterranen Ernährung, der Mittelmeerkost. Auch hier finden Studien immer wieder Lebensverlängerung, weniger Schlaganfall, weniger Herzinfarkte, Bluthochdruck, sogar weniger Demenz. Also, die Olivenflasche gehört auf den Tisch. Drittens, Hülsenfrüchte. In Deutschland nicht besonders beliebt. Aber Studien zeigen immer, je mehr Hülsenfrüchte wir essen, desto höher die Lebenserwartung und desto geringer das Risiko für Zivilisationserkrankungen, Diabetes, Schlaganfall, Krebs, Herzinfarkt. Einfach eine Portion Linsen, Bohnen, Kichererbsen am Tag, das geht schon. Ein Mythos, Kaffee ist ungesund, ein Genussgift. Das Gegenteil ist der Fall. Kaffee ist kein Gift, er ist eine Heilpflanze, ein Heilpflanzenextrakt. Wir wissen heute, dass er vielen Erkrankungen vorbeugt, dass er die Zellreinigung fördert. Und insofern ist ganz klar, Kaffee ist gesund. Natürlich nicht, wenn wir 10 Tassen am Tag trinken. Aber 3 bis 4, das ist was Gutes für die Gesundheit. Low Carb ist schwer in Mode. Wenig Kohlenhydrate, viel Fett, viel Protein. Klar ist, man nimmt dadurch ein bisschen Gewicht ab, wenn man übergewichtig ist. Aber das ist leider nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass es auf Dauer schädigend für die Gesundheit ist. Zu viel Protein, zu viel Fett macht krank. Punkt. Auch ein Mythos ist, Kohlenhydrate seien ungesund. Das Gegenteil ist der Fall. Aber es kommt auf eins an, sie müssen vollwertig sein, auf Vollkornbasis. Dann haben Kohlenhydrate sehr viele Ballaststoffe und das ist das beste Futter für unser Darmmikrobiom. Und hier entscheidet sich die Gesundheit. Klar ist, Zucker in Übermaß ist ungesund. Also, es sollte nicht heißen Low Carb, es muss heißen Low Sugar.